Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier in einer neuen Aufnahmesession, bei mir halt, denn es ist wieder Sonntag und ich bin nach wie vor noch ein bisschen erkältet. Ich habe zwar keinen Halsweh mehr, aber dafür Husten. Also wenn ich hier und da mal ein Hüstelchen habe und mal muten muss, um mich auszuhusten, bitte seid mir da nicht böse. Und es gibt da scheinbar noch was Tolles. Ihr seht es schon beim Wasser, so wie es aussieht. Tada! Ist der Grafikbug weg. Hurra! Da freut sich mein Gnomenherz, mein Zockerherz, wollte ich sagen. Ich bin WoW geschädigt, Entschuldigung. Auf jeden Fall nehmen wir mal den Mana-Trank mit. Und die Zigarettenpackung. Jo. Ist ja sonst was Gescheites noch? Ah yeah, Pfeile. Die kann man immer brauchen. So. Wir wollten ja unseren metallischen Freund finden, den wir noch von unserer Vergangenheit bezüglich Alp und so kennen, ne? Als das Biest. Ich werde auch sterben, wenn ich darunter stürze. Also, ich sollte mich besser benehmen. So. Also, runter hier. So. Und, ja, ich hoffe, dass wir unseren Freund finden. Dass wir ihn reparieren können. Das wäre super, dann haben wir immer einen spitzenmäßigen Begleiter an unserer Seite. Haben wir hier noch was von Wert? Wir haben zwar letztes Mal, glaube ich, alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war, aber wir wissen ja, die gute Zocki übersieht gerne mal was. Ja. Gerne nicht, ist eigentlich unabsichtlich, aber naja. Ja. Okay. Hier schaut es nach nichts aus. Man kann hier hoch. Okay. Okay. Aha, warte mal. Halt, langsam. Ja, ja, ist schon rechts. Das schaut verdächtig aus. Ich dachte schon, es wäre eine Höhle oder so. Dabei ist nichts. Okay. Okay. Na fein. Da wird es gleich mal gespeichert. Wie praktisch. Dann gucken wir mal da hinten. Looky, look, look. Lalalala. Jo, ich glaub. Hä? Ich glaub, der Wasserbug ist weg. Mei, jetzt schaut das Spiel noch schön aus. Ha, wie schön. Freu, 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 freu. Na, da ist nix, okay. Ruck, na, raufhüpfen. Ach komm. Das kleinen Felsen schaffst nicht. Ja, eben, geht doch. Er ist auch noch nicht richtig ausgeschlafen. Er hat jetzt eine Woche Urlaub gehabt von mir, ne? Und jetzt da am Sonntag noch obendrein kommt wieder die ekelhafte Frauenstimme in seinem Schädel, ne? Ist wieder klar. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Er hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Aha. Ja, aber... Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Okay, komm. Kann man da drüber kraxeln? Wahrscheinlich nicht. Wollen die jetzt ehrlich von uns, dass wir jetzt wieder zurückhatschen müssen? Aber da drin ist ja unser Freund. Glaube ich. Ja, da. Schau, da müssen wir hin. Ob ich das überlebe, wenn man hier runter und da rauf? Schaut nicht aus, ne? Das schaut irgendwie aus hier. Ja, wir müssen da durch, ne? Das ist halt wirklich wieder typisch, ne? Ja, genau, das muss ich auch noch. So, genau. Rubis Aufzeichnungen hatten wir schon. Gefährten, Zahn um Zahn. Hm.
Zeitpunkt des Mordes aktiv. Ja, das war das. Ethan. Das Gesetz der Berserker. Es gibt immer was zu tun. Gefährliche Überreste. Freibier. Ah ja, genau. Da müssen wir zur Taverne gehen. Die zweite Wache. Ja, da haben wir einiges zu tun. Na, gute Nacht. Gut. Ja. Was tun? Was tun? da, schön aufmachen alles. Ich glaube, questbedingt haben wir schon alles geschaut. So viele Möglichkeiten, so viel zu tun. Und ja, die Zocki war schon nicht, wo wir anfangen sollen. Ich muss mal hier ein bisschen Fell und so. Vielseitig verwendbar, schützt vor Kälte und macht sich gut als Dekoration. Aha. Knochen, das letzte Zeugnis eines Lebewesens. Ach, nicht dein Ernst. Okay. Die Heilpflanze haben wir da. Mana-Pflanze, eine große. Noch eine Heilpflanze. Dann Trollkraut. Haben wir das schon? Na, das werden wir dann alles erst sehen, was die können, wenn wir Alchemie drauf haben, schätze ich stark. Die mächtige Heilpflanze. Dann hier was zum Trinken. Schnaps und Bier. Wir hätten sogar ein Bier gehabt, warum hat das nicht genommen? Wahrscheinlich muss es ein bestimmtes sein, was dann ins, wie soll ich sagen, Quest-Dingens, also als Quest-Item markiert ist, schätze ich mal. So, ich spiele da ein bisschen rum. Ja, ich weiß, ich tue Zeit verdrödeln. Nur um eure Nerven zu strapazieren. Was sonst? Bitte. Gut, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir halt wieder zurück. Aber ich glaube, da dürfen wir uns porten. Da sind wir ein bisschen fixer. Tja, bleibt uns eh nur das übrig hier, ne? Jo, bitte. Da werden wir uns gleich die Quest mit dem Gasthaus markieren. Dann können wir uns das schon mal anglubschen. Also das Gasthaus, falls wir nicht schon dort waren. Also, Ethan, Freibier. Du das machen, markieren mit Y auf Karte. Das ist nett. Was, da vorne schon? Also das ist der Auftraggeber. Und da drüben ist die Taverne. Mhm. Okay. Mal schauen, ob wir hinfinden. So, lalilalila. So, dann sprinten wir mal ein Stückchen. Servus. Niedergrenz, so hört sich das. Ich glaube, darüber. Halt, stopp. Mal kurz Karte schauen. Jein. Nicht wirklich, oder? Darauf und dann rüber. Glaube ich. So irgendwie. Schaut da nicht wirklich richtig aus. Vielleicht da hinten. Da, 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 sprint, sprint, sprint. Da, 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 da. Ja, der Wasserpark ist weg. Eindeutig, schaut's mal, wie schön. Jetzt ist es alles wunderschön. Oh yeah. Juhu. Wer bist denn du? Oh. Warum hat der jetzt keinen Kopf? Warum hat denn der keinen Kopf? Darf ich vorstellen? Ein Schlotternachts-Special. Perfekt zu Halloween. Die kopflosen Berserker. Yeah. Oh yeah. Ach so, es lädt alles ein bisschen. Okay. Ich hatte schon Angst. Ja. Super, wo bin ich hingelaufen? Ich bin so schlau. Hm, war ich das gerade mit dem Plätschern? Ich glaube, das lädt gerade ein bisschen alles. Ne? Jetzt kommt das ganze Bild verzögert. Ich hoffe es, dass das der Grund ist. Ich bin natürlich falsch gelaufen, wie man es von mir erkennt. Ich muss darüber. Ah ja, jetzt hat er auch einen Kopf. Okay. Ich dachte schon, es wäre so eine Art kopflose Reiter oder so. Na? Alter Schwede. So, das hätte ich auch gerne. Okay. So, dann glaube ich hier rüber. Dann, wie geht's weiter? Ich muss immer Bildkarte schauen, ich kenne mich überhaupt noch nicht aus hier. Das Gebäude dürfte sein. Ein Stück noch nach vor. Dab, dab, dab. Oder auch nicht. Dab, dab, dab. So, dann mal stopp. Hier irgendwo. Das da oben? Das ist das Gasthaus? Will mal schauen. Wenn sie uns zusammenschimpfen, wollen wir reingehen, können wir nichts dafür. So, tap, 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 tap. Oh, ruck. Naja,
Das wird sich zumindest... Ja, natürlich. Hier ist das Gasthaus. Alles klar. Hallöchen, Horan. Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Gehört dir die Taverne? Kennst du einen Berserker namens Alvar? Erklär mir ein paar Dinge. Gehört dir die Taverne? Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Ich bin immer durstig, vor allem wenn ich Husten habe. Gib her. Gib mir was zu trinken. Boah. Was willst du haben? Das Licht war gerade sehr grell. Schnaps, Brause, eine Süppe. Bier, Brot, Wein, Wasserflasche, Schwammerl und Heiltränke. Aha, der hat sogar Waffen. Ah, nein, doch nicht. Aha, okay. Das ist ein schöner Eintrag. Dieses Bier ist aus allem möglichen Zeug gebraut und hält keinem Reinheitsgebot stand. Spitzenmäßig. Ah, Prost, ne? Na, ich glaube, da brauchen wir dabei nichts, oder? Weil Kochen und so. Ne. So, Dankeschön. Ich muss auch wieder los. Wirklich? Ha? Wer redet da? Wer spricht hier? Boah, eine hübsche Feuerstelle. Ich kann wirklich nicht immer so viel reden. Wie im Mittelalter, eine wunderschöne. Ich bin mal weg, Leute. Wunderschöne Feuerstelle. Schaut hier eher aus wie so ein Saunabereich schon bald. Müsst ihr nur noch zu sein? Für Sie tut es mir leid. Werker? Krieger? Auf mich hört ja keiner. Ich bin mal weg, Leute. Trinkt nicht so viel. So, ich muss auch wieder los. Ja, pfiat euch. Tut sich nicht weh beim Heimgehen, gell? Kennst du einen Berserker namens Alvar? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argor auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alvar seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Da waren wir ja gerade. Erklär mir ein paar Dinge. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Naja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Aha. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Aha. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Wirklich wahr? Wer ist denn das? Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Jawohl. Eure Rüstungen sind sonderbar. Okay, ich finde die schon cool aus. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden.
Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Das Geklepper da, ja, schon klar. Dennoch bleiben sie nutzlos im Rest der Welt. Boah, wie schier. Und wenn es nicht um die Jagd geht, schon besser. Und wenn es nicht um die Jagd geht? Du meinst im Kampf? Da schützt sie genauso gut wie die anderen Rüstungen. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Aha. Edan ist anders als der Rest der Welt. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Jo, eigentlich schon. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Na, wir können sehr gut lesen. Wir sind doch in die Schule gegangen. Sollen wir das echt noch sagen? Ich denke, oder? Edan ist anders als der Rest der Welt. Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mit Hilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand anlegen. Kein Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Aha, daran kann sich keiner mehr erinnern. Gib mir was zum Trinken. Gib mir was zu trinken. Wir müssen was noch ein willst Bier du kaufen. Haben? Ein Bierli wäre gut, bitte. Eins, jo. Na, 50 brauche ich nicht, um Gottes Willen. Eins, wie viel haben wir jetzt? Zwei? Nehmen wir. Wie viel Geld haben wir? Ja, so teuer ist es, glaube ich, nicht, ne? Nehmen wir 5 mit. Passt, weil wenn noch irgendwer was zum Saufen haben will, haben wir halt ein bisschen was. Schnaps haben wir, wie viel Stück? Ich glaube, eins haben wir nur, ne? Boah. Wer will denn 18 kaufen? Nehmen wir 2 mit, dann ist auch gut. So. Von mir aus noch ein Wein. Ich denke mal, dass es so ähnlich sein wird wie bei Gothic, dass man hier und da was ausgeben muss, um Freundschaften zu schließen. Jo. So. Ah, hier könnten wir schon, was wir haben, ne? Wird schon passen, denke ich mal. Passt. Ja, ich bitte dich. Ich bin mal weg, Katsching. Leute. Trink. Ich will damit nichts zu tun. Ja, wie oft geht dann jetzt noch nur weg? Ja, geh halt deinen Weg. Bis dann. Glaube ich. So. Bist du dir sicher? Ja, sind wir zurück zu dem. Hoppala. Zum Torwächter. Ja. Ja, du noch schön Kisten schleppen. Lalala. Springt man eine Runde? Lalala. Tada. Servus. Grüß dich. Halt. Wohl doch, ein Stück noch. Hier war er, glaube ich. Servus. Dein Bier und so, ne? Hier ist dein Bier. Prost. Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst. Und aha, die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Hä?
So viel's also zur Ehre der Berserker. Na gut, du zahlst oder trägst die Konsequenzen. Boah. Das haut, glaube ich, nicht hin, oder? Das haben wir alles nicht. Na gut. Na gut. Siehst du, du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen. Oh. Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Ich sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist. Und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. Boah, ich könnte ihn hauen, echt. Nein, alles, was du von mir bekommst, ist eine Handvoll Scheiße. Das ist schön. Auwe. Ah. Mann, ey, was soll man machen? Und der Part ist auch zu Ende. Ich mach's sicher verkehrt. Aber was soll's. Kauf mir mal sein Wort. Meine Splitter für dein Wort. Weise Entscheidung. Ich werde nur in den höchsten Tönen von dir sprechen. Verlass dich darauf. Ja, ich glaube eher das Gegenteil. Auf jeden Fall mal Ende. Und wir beenden den Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Wahrscheinlich habe ich hier umsonst jetzt meine wertvollen Splitter ausgegeben. Aber ja, ich kenne das Spiel noch nicht. Auf die gefinkelten Feinheiten komme ich dann im Laufe des Spiels erst drauf. Also ihr wisst sicher schon mehr Bescheid als wie ich. Wahrscheinlich habe ich gerade einen Blödsinn gemacht. Aber lasst mich meine Anfängerfehler machen, tun. Ja. Gehört ja alles zum Spielerlebnis und zum Erfahrungssammeln dazu, ne? Denn auch der Spieler hinter dem Charakter wird im Laufe der Zeit stärker werden. Oh ja. Yeah. Na gut, ihr Lieben. Hui! Wir verabschieden uns, wir beenden den Part und ja, bedanke mich natürlich wieder von ganzem Herzen bei euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!